Hallo, mein Name ist Dirk Erken. Danke, dass Sie sich mein Tutorial zum Thema Pilz Light Painting ansehen. Ich bin Biologe und Fotograf mit dem Schwerpunkt Lichtmalerei und Naturfotografie. Ich fotografiere seit etwa 20 Jahren, aber vor etwa 10 Jahren habe ich mein erstes Light Painting gemacht. Bei der Lichtmalerei verwenden wir eine Taschenlampe, um die Szene einzumalen. Für mich bedeutet das Fotografieren, lernen, das Licht zu sehen und zu lesen. Ich mag es, die Kontrolle über das Licht zu haben, und deshalb ist Light Painting für mich so reizvoll. Damit können wir das Licht in einem Maße kontrollieren, wie es mit keiner anderen Beleuchtungstechnik möglich ist. Man kann mit einer einzigen Taschenlampe eine sehr komplexe Lichtkomposition schaffen. Um ein Bild wie dieses zu erstellen, nehmen wir eine Reihe von Bildern auf, bei denen sich der Fokus allmählich von der Vorderseite zur Rückseite des Pilzes verschiebt. In Photoshop können wir diese Bilder leicht zu einem einzigen Bild kombinieren, indem wir Foto- oder Bildstapelung verwenden. Das Ergebnis ist ein Bild, in dem der Pilz oder die Pilze von vorne nach hinten scharf gestellt sind. In der Zwischenzeit bleibt der Hintergrund weich und hat ein angenehmes Bokeh. Dann wandeln wir diese Szene in eine Nachtszene um. Und jetzt sind wir bereit, die Magie geschehen zu lassen und die Pilze leuchten zu lassen. Das Ergebnis ist eine zauberhafte, märchenhafte Szene. Das alles bedeutet, dass wir unsere Bilder bei Tageslicht aufnehmen und sie anschließend in eine Nachtszene verwandeln. Die Lichtmalerei selbst wird sich auf die Pilzköpfe und mögliche Nebenmotive wie dieses leuchtende Blatt beschränken. Ich werde Sie nicht nur Schritt für Schritt anleiten, diese Art von Bildern zu erstellen, sondern ich werde auch wirklich auf die entscheidenden Punkte eingehen. Das Ziel ist, dass Sie die Techniken kreativ anwenden können und nicht, dass Sie nur lernen, mich zu kopieren. Ich werde Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Aufnahmeprozess führen. Der erste und vielleicht wichtigste Schritt ist das Finden einer guten Komposition. Lichtpilze und Lichtmalerei im Allgemeinen sind ein relativ langsamer Vorgang. Du wirst nicht hunderte von Pilzen an einem Tag fotografieren. 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Kompositionen in einer Sitzung. Sie sollten also erst dann mit den Aufnahmen beginnen, wenn Sie sicher sind, dass Sie eine gute Komposition gefunden haben. Sonst verlieren Sie viel wertvolle Zeit mit einem minderwertigen Bild. Eigentlich sollten die Bilder schon von sich aus ansprechend sein. Die Lichtmalerei ist dann nur noch der magische, letzte Schliff. Sie werden lernen, wie man Tiefe erzeugt. Und vor allem werden Sie lernen, wie Sie ein wunderbares Hintergrund-Bokeh suchen und einfügen können. Ich werde Ihnen einen Blick durch meinen Sucher gewähren, und Sie werden sehen können, was ich sehe, wenn ich nach der perfekten Komposition suche und die Aufnahmen mache. Sie werden lernen, wie man die Bilder für das Image-Stacking aufnimmt. Und natürlich die Lichtmalerei des Pilzkopfes. Nachdem alle Bilder geschossen wurden, werden wir die gesamte Nachbearbeitung durchgehen. Die Bilder in Lightroom auswählen. Sie in Photoshop importieren. Die Bilder mit geringer Tiefe stapeln. Die Magie einschalten und den Pilz leuchten lassen. Und einen letzten Feinschliff. Natürlich werde ich auch über die Ausrüstung und die Kameraeinstellungen sprechen, die ich verwende. Um das Ganze nachvollziehen zu können, brauchst du folgende Fähigkeiten: Fotografieren im vollständig manuellen Modus und Grundkenntnisse in Photoshop. Wenn Sie mir jedoch Schritt für Schritt folgen, werden Sie gut zurechtkommen. Also gut, jetzt wissen wir, was uns erwartet. Wir sind fast bereit, mit dem Fotografieren zu beginnen. Aber zuerst werden wir über die Ausrüstung sprechen.